So, jetzt kommen wir in eine nächste Runde. Während Sie hier noch etwas aufbauen da vorne, möchte ich noch etwas Grundsätzliches nochmals in Erinnerung rufen oder klären. Ihr seht, wir sind hier ein Publikum, oft zum ersten Mal zusammen. Ich möchte immer wieder betonen, jeder Referent spricht hier nur für sich. Es ist nicht ein Referent hier, der für den anderen haftet. Keiner haftet für den anderen. Wenn der eine spricht, spricht er das, was er auf dem Herzen hat, und der andere das, was er auf dem Herzen hat. Also, was dann auch wieder vom Mainstream versucht wird, alles so in einen Topf zu werfen, wenn jemand einen Fehler macht. Ich sage es wieder, damals die Silvia Stolz, wenn sie Dinge sagt, die sie nach Gesetz nicht sagen darf, und man verschmeißt nachher die ganze AZK, und jeder, der zur AZK kommt, ist dann, was weiß ich was, mit diesen bösen Titeln. So denken wir nicht, und darum sagen wir das immer wieder. Wenn jetzt ein neuer Referent kommt, der noch nie hier war, bringt das nicht einfach generell durcheinander. Er spricht heute für sich, er hat seine eigene Botschaft, wenn man so will. Aber der nächste Referent, den wir hier ankündigen und willkommen heißen möchten, ich sage es auch wieder, ist ein viertes Schwergewicht. Heute haben wir Schwergewichtsrunde. Und wenn er in den Ring steigt, haben wir den ersten Schweizer heute hier. Ein Schweizer, ja. Aber genau genommen, es ist nicht irgendein unbedeutender Schweizer. Wir haben ihn lange Zeit, viele Jahre nur aus den Zeitungen, aus Radio, TV gekannt. Er ist ein Politiker, ein nicht unbedeutender Politiker hier in der Schweiz. Und wir sind mit ihm in direkte Berührung gekommen. Wir haben von ihm eine Illustration gesehen zum Thema, das wir heute bewegen, das Flüchtlingsthema. Und diese Illustration hat uns so aus den Socken gehauen. Ich sage, seit dieser Demonstration, die Illustration ist für uns diese Flüchtlingspolitik, wie dieser Mann sie vertritt, ein Muss für uns. Seine Logik, die wir gebeten haben, kann er die nicht hier auch einmal demonstrieren. Und so reden wir von niemand anders als von Luzi Stamm, Nationalrat in der Schweiz. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank meinerseits. Ich sage einfach, warum spricht der Mann heute hier? Es hat einen einfachen Grund, weil selbst solch überzeugende Illustrationen, die uns einfach besser nicht, also das kann man gar nicht besser erklären, selbst das verschweigt der Mainstream. Also AZK ist immer dort, wo der Mainstream schweigt, da schreit AZK. Also wir sind sehr gespannt, es möge gelingen, diese Vorstellung. Aber zuerst wollen wir noch schauen, genau, wer Luzi Stamm, der vierte Referent, ist von heute. Luzi Stamm. Er wurde 1952 in der Schweiz geboren, ist verheiratet und hat drei Kinder. Er studierte Jura und amtierte danach als Bezirksrichter in Baden. 1984 schloss Luzi Stamm ein Zweitstudium in Ökonomie ab. Seit 1989 betreibt er seine eigene Anwaltskanzlei. Luzi Stamm ist seit 1991 im Nationalrat. In den Jahren 2006 und 2007 war er Präsident der Außenpolitischen Kommission, kurz APK, des Nationalrats. Seit Mai 2012 ist Luzi Stamm einer von 7 Vizepräsidenten der SVP. Das ist die größte Volkspartei der Schweiz. Stamm ist auch Vizepräsident der AUNS, das meint der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz. Diese Vereinigung spricht sich insbesondere gegen jegliche Annäherung der Schweiz an die Europäische Union und die Teilnahme der Schweizer Armee an Einsätzen im Ausland aus. Bei den Nationalratswahlen am 18. Oktober 2015 wurde Luzi Stamm mit den drittmeisten Stimmen in seinem Kanton wiedergewählt. Luzi Stamm rät dringend, Asylbewerber und Flüchtlinge in neuen Zentren im Ausland unterzubringen, weil dies zu tieferen Kosten und weniger Einbürgerungen führe. Er demonstriert Ihnen nun an einem Beispiel, wie unverantwortlich es ist, einfach die Grenzen zu öffnen. Meine lieben Damen und Herren, ich bedanke mich, dass Sie auf meinen 8-Minuten-Film aufmerksam
worden sind. Und ich habe spontan gesagt, wenn ich eingeladen werde, werde ich diesen Vortrag für einmal auf Deutsch halten. Weil ich bin mir bewusst, dass offenbar ein großer Anteil von Ihnen aus Deutschland kommt. Herzlich willkommen. Dieser kleine grüne Ball soll 1 Million Menschen repräsentieren. 1 Million Zuwanderer. Und ich als Mitglied des Schweizerischen Parlaments bin seit 24 Jahren mit diesen Zahlen konfrontiert und ich staune, wie wenig die Leute eigentlich Bescheid wissen über die wirklichen Zuwanderungsströme. 1 Million. Wir waren mit der Außenpolitischen Kommission des Schweizerischen Parlaments, des Nationalrats, waren wir diesen Mai in Sizilien, Rom, Tunesien, um die Flüchtlingsproblematik anzuschauen. Und wir haben zur Kenntnis genommen, dass letztes Jahr 170.000 Leute nach Italien gekommen sind. Und die Italiener haben uns gesagt, wir haben ein Problem. 170.000 ist noch weniger als 1 Million. Das soll Europa darstellen, 170.000 letztes Jahr. Jetzt 1 Million. Jetzt reden Sie ganz plötzlich von Deutschland allein 1 Million. Vor 2 Monaten waren es noch 800.000. Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von gestern gelesen, 400.000 nicht registriert, 328.000 im Prozedere. Weiß ich, ob diese Zahlen stimmen? Weil sie sagen uns ohnehin nicht die Wahrheit der Zahlen. Aber nehmen wir an, 1 Million pro Jahr kommen nach Deutschland. Noch 1 Million nach Frankreich, nach Schweden, Holland. Nehmen wir 5 Millionen nach Europa pro Jahr oder sogar nach Deutschland, dann wären es die 20 Millionen bis ins Jahr 2020 oder weiß ich was, was gesagt wurde. Was lösen wir denn damit, indem wir die Leute in Europa aufnehmen? Das ist ja die Behauptung, die im Raum steht. Was sind die wirklichen Zahlen? Ich staune manchmal selbst. Gehen Sie auf Internet, kontrollieren Sie bitte die Zahlen, die ich Ihnen jetzt präsentiere. Ich habe gelesen, 395 Millionen Leute weltweit, die Hunger haben, die hungrig zu Bett gehen. Ob die Statistiken stimmen, alle 3 Sekunden stirbt jemand an Hunger und Armut, bleibe dahingestellt. Aber das wären dann 375 Millionen, nämlich 375 solche Bälle. Wenn Sie in der Außenpolitik tätig sind, wenn Sie die Zahlen anschauen, dann ist dieser Begriff weniger verdienen als 2 Dollar oder weniger verdienen als 1 Euro, hieß es damals, pro Tag, das ist eine Größe. Und in der heutigen Zeit kann man sagen, ob Schweizer Franken, ob Euro, ob Dollar, es ist schon fast gleichgültig, weil die Wechselkurse sind ähnlich. Wie viele Leute weltweit leben denn unter 1 Euro pro Tag? Das sind dann nochmal wesentlich mehr. Das wären 400 Millionen. Das wären nochmal 400 Millionen. Natürlich 1200 Millionen. Das wären dann nochmal 400 Millionen. Und es wären noch einmal 400 Millionen. 2 Milliarden Leute weltweit. 2 Milliarden sollen unter 1 Euro pro Tag verdienen. Ich weiß nicht, wie gut Sie die Welt kennen. Sie kennen sie vielleicht besser als ich. Die Straßenkinder, die Bettler in den Straßen, sind es 2 Milliarden. Meinen Sie das ernst? Indem man die Leute nach Europa kommen lässt, lösen Sie das Problem. Ist das ernst gemeint? Und vielleicht das Schlimmste am Ganzen ist, 65 Millionen befinden sich angeblich bereits auf der Flucht. 65 Millionen sollen sich bereits in Bewegung gesetzt haben. Stimmt wohl die Zahl?
gehen Sie auf Internet prüfen. Und vielleicht noch schlimmer ist die Bevölkerungsexplosion. Jahr für Jahr vergrößern sich diese Zahlen. Ob diese dann stimmen, weiß ich auch nicht. Sind es 30 Millionen zusätzlich pro Jahr, sind es 40 Millionen zusätzlich? Die haben ja nicht einmal die Statistiken. Schauen Sie Indien an, wo es nicht einmal eine Registratur gibt der Geborenen. Woher sollen wir das wissen? Aber wenn Sie allein diese Menge haben, die Jahr für Jahr nach Europa drängen würde, ob es dann 10, 20, 30 Millionen sind, Sie wissen ja, was passiert. Sie wissen ja, was passiert. Wie sollen wir die Problematik lösen, wenn diese Leute nach Europa streben? Wie sollen wir das lösen? Soll ich noch mehr schütten? Sie wissen es so gut wie ich, das kriegen wir nie in den Griff. Ich war bis im Jahr 2007 Mitglied des Europarats. Das ist dieses Gebilde in Straßburg. Nicht nur die zurzeit 28 Mitglieder der Europäischen Union, zurzeit sind es 47, die im Europarat sind. Und dort war ich ein Mitglied der sogenannten Migrationskommission. Ich habe also an nächster Nähe miterlebt, wie die Leute in Straßburg innerhalb der EU über diese Zuwanderungsproblematik reden. Und ich hatte einen Kollegen, der hat immer gesagt, wenn wir signalisieren gegen Afrika, dass Europa eine Alternative ist, dann lösen wir die größte Völkerwanderung der Geschichte, welche die Welt je gesehen hat, aus. Ça c'est irresponsable, hat er gesagt. Das ist unverantwortlich. Und der andere, englisch sprechend, hat immer gesagt, For heaven's sake, don't let them come here. Let's help them there. Um Himmelsgottes Willen, lasst sie nicht hierher kommen, sondern um Himmelsgottes Willen, helft ihnen vor Ort. Wie ist denn nun möglich, dass ausgerechnet die mächtigste Frau der Welt, die Bundeskanzlerin, sagt, willkommen, wir öffnen die Grenzen. Wie ist das möglich? Die Schweiz ist nicht viel besser, wie ist es möglich, dass unsere Bundespräsidentin sagt, zum Beispiel die Leute, die aus Eritrea kommen, keiner wird zurückgeschickt, keiner. Das ist ja eine offene Einladung, jeder kann in Chiasso in die Schweiz hineinkommen, er wird nicht nach Hause geschickt. Was sind denn dort die Überlegungen? Ist das die Schweiz? Ist das dann eine Million Eritreer? Ist das dann Sudan? Ist das dann Somalia? Wie stellen sich diejenigen, die die Macht in den Händen haben, die Zukunft Europas vor? Das war der erste Teil meines Vortrags. Die Grenzen öffnen, einfach die Türe zu öffnen, das ist einfach. Das kann jedes Kind. Aber wenn jemand sagt, wir schaffen das, dann muss er uns auch sagen, wie er das schafft, wenn er sämtliche Grenzen abschafft und wenn er alle Leute kommen lässt. Das ist der erste Teil. Als Politiker muss ich Ihnen sagen, alles hat eine finanzielle Seite. Wenn Sie privat Ihr Geld verschenken wollen, wenn Sie es einem Freund geben wollen, das ist Ihre Sache. Aber für Politiker, die haben die Verantwortung, mit dem Geld haushalterisch umzugehen. Ich kenne Sie nicht, aber ohne zu fragen, weiß ich, wie die Antwort von Ihnen auf folgende Frage wäre. Hätten Sie hier auf dem Tisch 1.000 Franken oder hätten Sie 1 Million Franken? Oder hätten Sie 1 Milliarde Franken? Und Sie schauen die Welt an, Sie schauen das unbeschreibliche Elend in dieser Welt an. Wo würden Sie Ihr Geld ausgeben? Ich weiß, dass Sie es nicht ausgeben würden, wie die Schweiz es ausgibt. Und dieser Teil, das kann ich nur als Schweizer Politiker ausführen, weil die Zahlen, sei das in Frankreich, in Schweden, in Norwegen etc., da kenne ich die Zahlen nicht, aber ich kenne sie in der Schweiz.
was macht die Schweiz mit dem zur Verfügung stehenden Geld? Wir haben eigentlich relativ viel Geld, das wir einsetzen, um angeblich zu helfen, um Menschen zu unterstützen. Ich habe hier einige Geldmünzen. Das sind 5, die repräsentieren 5 Millionen Franken. Und ich habe hier ein Röhrchen mit Geld, das sind die 5 Münzen, das ist das Geldröhrchen und das sind 55 Millionen Franken. Ich rede von letztem Jahr. Die Schweiz hat in Syrien im eigentlichen Krisengebiet 55 Millionen Franken ausgegeben in einem Jahr. Und ich rede nicht von Syrien allein, ich rede von Jordanien, von Libanon, von Türkei, in dieser ganzen Region, wo die Leute hinströmen, wo uns das internationale Rote Kreuz sagt, wir haben die Ärzte nicht, wir haben das Geld nicht. Dort haben wir 55 Millionen Franken gegeben, die Schweiz. Was geben wir sonst aus? Wir geben relativ erstaunliche 3.246 Millionen Franken aus im Ausland. Nicht gerade im Kriegsgebiet, aber wir geben 2.346 Millionen sonst irgendwo aus. Für irgendwelche Demokratieförderung oder weiß ich, was das ist, aber es ist relativ viel Geld. Und noch viel mehr wird in der Schweiz selbst ausgegeben. Und diese Zahlen, die sind nicht exakt, weil ich weiß, dass sie nicht stimmen. Das ist die Arbeit eines zürcherischen Nationalratskollegen, der die Rechnung gemacht hat, 7,132 Milliarden pro Jahr für diejenigen Leute, die es in die Schweiz schaffen. Wenn diese Zahlen stimmen, dann sind das zusammen über 10 Milliarden Franken. Das sind über 10 Milliarden Franken, die die Schweiz hat und ausgibt für wofür? Wahrscheinlich gleich wie in Deutschland, ich weiß es nicht. Ich weiß es nur, wie sie es in der Schweiz ausgeben. Diese Zahlen lassen sich auch visuell darstellen. 2.500, das sind alles solche kleine Geldröllerli. 5 Milliarden. Das sind 7,5 Milliarden, das sind 10 Milliarden. Aber es kommen weitere 378 Millionen dazu. Es kommen 50 Millionen zum Beispiel für Übersetzer, 50 Millionen für schweizerische Juristen, 50 Millionen für Zahnärzte, für Ärzte, für Polizei, welche das Chaos lösen muss, für Sozialarbeiter etc. etc. Um es visuell zu machen, ich habe Ihnen diese 378 Millionen Franken hier aufgezeichnet. Das sind 10 Milliarden. Zumindest in der Schweiz geben wir das Geld falsch aus. Wir geben unheimliche Summen aus. Ich wiederhole es gleich noch einmal. Vom Übersetzer zu den Juristen, zu den Leuten, welche zum Beispiel medizinisch für die Flüchtlinge sorgen besser, als sie für die eigene Bevölkerung sorgt. Da geben wir diese Summe aus und im eigentlichen Krisengebiet geben wir 55 Millionen aus. For heaven's sake, was machen wir da eigentlich? Let's help them there. Ich hoffe, dass wir in Zukunft, sei es die Schweiz oder Europa, das Geld anders verwendet. Weil ich muss Ihnen, wenn Sie aus Europa kommen, gar nicht viel erzählen. Ob es dann 86 Milliarden sind, die angeblich für Griechenland zur Verfügung stehen, die Griechen erhalten es nie, aber 86 Milliarden oder ob 750 Milliarden sind, wir geben das Geld völlig falsch aus. Das war der zweite Teil meines Vortrags. Und nun, sehr geehrter Veranstalter, haben Sie mir mehr Zeit eingeräumt, als ich gedacht habe. Aber ich habe mir gesagt, dann halte ich Ihnen einen dritten und einen vierten Teil meines Referats.
Der dritte Teil. Ich kenne mich in der Religion nicht so gut aus. Ich kenne mich in der Politik gut aus. Ich bin seit ewigen Zeiten im schweizerischen Parlament. Aber so viel weiß ich. Weder die sogenannte Nächstenliebe, religiös vielleicht, noch die sogenannte soziale Gerechtigkeit, das wäre dann politisch, hat irgendetwas zu tun mit dieser Grenzöffnung, welche hier gemacht wird. Überhaupt nichts. Wenn Sie ein Haus und einen Garten haben und Sie sagen, ja, kommt doch rein in mein Haus und kommt da in meinen Garten und stellt eure Zelte auf, das mag ja angehen, das ist okay. Aber wenn Sie sich dann zu Ihren Nachbarn umdrehen und dann sagen Sie, und du öffnest für diese Flüchtlinge ebenfalls deinen Garten und du lässt sie ebenfalls in dein Haus reinkommen, das hat nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun. Und wenn sie kommen und sagen, du mein lieber Nachbar, du finanzierst dann das Ganze und du drehst dich gegen die eigene Bevölkerung und sagst, und selbstverständlich kassieren wir es von dir ab, das ist nicht in Ordnung. Das hat nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun. Das hat nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun, wenn Sie die Leute, die nach Europa fließen, dass Sie denen sagen, wir behandeln dich genau gleich wie derjenige Nachbar, der 40 Jahre lang gearbeitet hat und sich etwas Bescheidenes geschaffen hat. Wir nehmen es dem weg und geben es euch. Das hat nichts mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Wenn die Leute unter dem Strich, die von morgen bis früh arbeiten, weniger erhalten als die vielen, die jetzt nach Europa strömen, dann stimmt ganz Grundsätzliches in unserem Europa nicht mehr. Und die Schweiz hat ja ganz offensichtlich dieselben Probleme, wie ich vorher an den Vorträgen gehört habe. Nur ein Beispiel, wenn Sie in die Schweiz kommen, können Sie gratis nach Eritrea telefonieren. Das ist nicht nur ungerecht, es ist auch rechtswidrig, wie es gesagt wurde, die anderen Referenten. Wenn Sie plötzlich sagen, Recht und Gesetz gilt nicht mehr, wenn Sie kommen und sagen, ich als Machthaber setze das Gesetz außer Kraft, da muss ich Ihnen auch, ob ich als Jurist oder als Ökonome rede, da muss ich Ihnen sagen, da hört der Spaß auf. Wo leben wir denn, wenn unsere Machthaber sagen können, ich wende einfach das bestehende Gesetz und die bestehenden Regeln nicht mehr an, ich mache jetzt, was ich will. Das geht nicht. Wo denn die Beweggründe liegen, das kann ich nicht sagen, weil ich kenne die Leute nicht. Ich kenne weder Herrn Obama, noch Frau Merkel, noch irgendjemand sonst, der in dieser Welt wirklich die Macht hat. Ich weiß nicht, ob die Beweggründe letztendlich sind, ich träume dem pickelharten internationalen Sozialismus nach. Ich weiß nicht, ob das DDR-initiiert Sozialismus im Hintergedanke ist, oder ist das Kapitalismus, ist die Überlegung dahinter, ich brauche die billigen Arbeitskräfte, ich habe ja auch Augen, mit denen ich lesen kann. Ich kenne alle diese Theorien, weshalb denn die Grenze geöffnet ist. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir abschaffen, dass wir noch irgendwelche Grenze haben, dass das ins Chaos führt, das ist ja wohl selbstverständlich. Das merkt ja jeder. Das weiß jeder, dass ein Land, selbst das reichste der Welt, überfordert ist, wenn sie das einfach machen. Das ist eine Frage der Verantwortlichkeit. Ça c'est irresponsable, wenn man die Grenzen einfach öffnet. Und ich hänge noch etwas an rechts, links.
Es ist mir völlig gleichgültig, ob Sie rechts oder links sind. Wie Sie politisch denken, ist mir völlig gleichgültig. Ich habe für mich persönlich ein interessantes Erlebnis gehabt. Ich war als Präsident der Außenpolitischen Kommission war ich in Osteuropa. Und dann habe ich einen Anlass in Estland miterlebt. Und in Estland, da hatten sie während des Krieges Nazi-Deutschland und Stalin-Russland. Ich sage es jetzt mal so. Und ich saß da an einem Tisch und ich wusste das ja historisch gar nicht. Dann hat mir ein alter Mann neben mir Folgendes gesagt. Er hatte einen Nachbarn und der Nachbar, der wollte ihm die Zigaretten wegnehmen. Und dann sagte er, hey, lass meine Zigaretten sein, also in seiner Sprache selbstverständlich. Und dann hat er sich an mich gewandt und hat gesagt, Marlboro und Camel, das sind keine Gegner. Weil der andere hatte ihm gesagt, ich will deine Zigaretten, du bist mein Gegner. Dann sagte er mir, das sind nicht Gegner, das sind nur Konkurrenten, die beiden Zigarettenmarken. Der Gegner ist der Nichtraucher. Und dann schaut er mich an und ich habe gestaunt. Dann schaut er mich an und sagt, Stalin und Hitler, das war das Gleiche. Das waren die gleichen Mörder bei uns. Mit der Hitlerjugend, mit der Stalinjugend, das war genau dasselbe. Links und rechts, das sind nur Konkurrenten. Stalin und Hitler waren nur Konkurrenten. Der Gegner ist die Demokratie. Der Gegner ist die Demokratie. Und er schaut mich an und sagt, und Sie kommen aus einem Land, das hat die wertvollste. Passen Sie auf zu Ihrer Demokratie. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das Thema. Die Grenze, die können Sie nie und nimmer öffnen, wenn Sie noch eine Struktur haben wollen, wenn Sie eine Demokratie haben wollen, welche diesen Namen verdient, müssen Sie auch gewisse Grenzen haben. Bei Grenzenlosigkeit sind alle überfordert, alles bricht zusammen, auch die Demokratie bricht zusammen. Das war der dritte Teil meines Vortrags. Und ich komme zum vierten Teil. Wenn ich diese Minuten zur Verfügung gestellt bekommen habe, möchte ich Ihnen etwas über unser Land erzählen. Wissend, dass Sie nicht alle aus der Schweiz sind. Ich bin 63 Jahre alt und ich komme gerade von einem Gespräch mit meinem Schwiegervater, oder das habe ich im Kopf, der ist in Altdorf, Uri Schwyz, Unterwalden, das kennen Sie vielleicht. Der ist 86 Jahre alt. Dann sagte mir dieser Schwiegervater, 86 Jahre zurück, dann ist er bei 1929. Dann noch einmal 86 Jahre zurück, dann bist du bereits jenseits der Geburtsstunde der modernen Schweiz. Dann bist du bereits vor 1848. Dann gehst du noch einmal ein halbes Leben zurück, dann bist du vor 1800. Und damals hatte die Schweiz eine schwierige Zeit. Ich rede von Napoleon, ich rede von Uri Schwyz, Nidwalden wurde ganz schwer getroffen. Und man muss sich das vorstellen, dass damals, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die Innerschweiz, zum Beispiel aus Uri, schickten sie die Kinder in die Städte zum Betteln. Zum Betteln in der Schweiz. Das ist nicht so lange her. Das ist nicht so lange her. Die Schweiz hatte, respektive die Innerschweiz, bitterste Armut in der ganzen ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ich habe selbst mit meinem Großvater noch geredet. Das war nahe Basel. Der hat mir erzählt, zweite Hälfte 19. Jahrhunderts sind sie noch nach Basel gefahren zum Bahnhof und haben sich von den Familienmitgliedern verabschiedet, weil die Armut war so groß, dass Familienmitglieder ausgewandert sind. Das ist Ende 19. Jahrhundert. Die moderne Schweiz wurde 1848 gegründet. 1874 ein wichtiger Schritt. Es kam die direkte Demokratie.
Und meine Damen und Herren, unser Land hat innerhalb von 100 Jahren den Schritt vom Armenhaus zum reichsten Land der Welt geschafft. Nach allen Statistiken über 1 Million Einwohner war die Schweiz das wohlhabendste Land. Und ich muss Ihnen sagen, das wohlhabendste Durchschnittseinkommen interessiert mich noch nicht, weil jedes Drittweltland schafft es, mit einigen Milliardären an der Spitze ein hohes Einkommen auszuweisen. Aber was die Schweiz unbezahlbar geschafft hat, für die breite Bevölkerung ein unglaublicher Wohlstand innerhalb von 100 Jahren. Und das, meine Damen und Herren, ist ganz offensichtlich das politische System. Ich wurde, mache einen großen Schritt, 1991 ins Parlament gewählt. Seit 1991 beginnen wir ein bisschen zu kriseln. Jedermann erinnert sich, 1989 der berühmte Fall der Berliner Mauer. 1991 700 Jahre Schweiz. Und seit 1991 kriselt es ein bisschen. Vielleicht hat es etwas mit der Einwanderung zu tun. Sie müssen es beurteilen. Seit 91 bin ich im Parlament. Ich hoffe, es hängt nicht mit meiner Arbeit zusammen. Seit 1991 läuft es irgendwie nicht mehr so rund. Könnte es etwas zu tun haben, bereits da mit der Einwanderung? Ich habe jedenfalls miterlebt, wie eine unserer Bundesrätinnen mit dem sogenannten Bundesratschat aus Mazedonien Flüchtlinge eingeflogen hat. Inzwischen haben wir 61.000 Mazedonier in der Schweiz, 200.000 mit Kosovo-Migrationshintergrund, 93.000 aus Serbien etc. etc. Die Leute kennen auch diese Zahlen nicht. Und selbstverständlich meine ich als Politiker nie, wenn ich über diese Länder rede, die Leute, die gekommen sind. Das ist ja völlig klar, wir würden auch kommen. Wenn jetzt die Schweiz die Türe nach Eritrea aufmacht, wenn Sie und ich Eritreer wären, selbstverständlich würden wir auch kommen. Das ist keine Kritik an diesen Ländern, wenn ich jetzt das zusammenfasse. Aber Sie müssen sich auch nicht wundern, wenn Sie plötzlich mehr als das Doppelte sämtlicher Urner an Mazedonier in kürzester Zeit importieren, wenn Sie einen Zehntel der gesamten Bevölkerung aus Kosovo von diesem Land in die Schweiz nehmen in absoluter Rekordzeit. Es ist ja selbstverständlich, dass sie gewisse Probleme importieren. Ich gehe zurück zu den Personen. Ich muss Ihnen sagen, es ist mir gleichgültig, oder ich weiß es nicht, ob Sie Berlusconi, Sarkozy, Merkel, Putin heißen. Ich weiß es nicht, ich kenne diese Leute sowieso nicht. Aber ich sehe am Fernsehen, was passiert, Sie sehen es auch. Tsipras wurde erwähnt. Weiß ich, ob Tsipras rechts oder links ist, es spielt keine Rolle. Ich weiß nicht, was er für eine Rolle spielt. Aber ich sehe am Fernsehen, dass Herr Papandreou, hieß er damals, im Mai, einige Jahre her, ging er nach Brüssel und schüttelt die Hand und da steht Sarkozy und Frau Merkel. Und eine Woche später heißt es, 750 Milliarden sei zur Verfügung gestellt. Zahlen es die Deutschen. Wer zahlt es? 750 Milliarden. Ich bin seit 91 im Parlament. Das ist keine Milliarde Sekunden her. Keine Milliarde. Ich kann mir ja 750 nicht vorstellen. Vielleicht können Sie es. Aber wenn Sie die Macht haben, ein Papandreou geht nach Brüssel, da steht eine Merkel, ein Sarkozy, eine Woche später 750 Milliarden, dann ging es nochmal eine Woche, dann sagte ein damaliger Strauss-Kahn beim IWF, ja auch 250 Milliarden, irgendjemand hat die Macht. Ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht, ob es Herr Obama oder Frau Merkel ist oder sind es die Zentralbankchefs. Sei dies, ist es in Washington, ist es in New York, ist es in Frankfurt,
sind es die Nationalbanken. Es ist mir gleichgültig, weil ich werde es sowieso nie rausfinden. Aber alles spricht dafür, dass diese Machtkonzentrationen immer drängender, immer gefährlicher werden. Und deshalb meine lieben Damen und Herren, deshalb bin ich ein großer Anhänger des schweizerischen Systems. Das schweizerische System ist das System der Antimacht. Wenn Sie dieses System Schweiz haben, den Schweizern muss ich es nicht erklären, wo Sie zu jedem Thema 100.000 Unterschriften sammeln können und Sie können sagen, ich will nicht mehr das, sondern ich will das andere, dann hat jeder, der die Macht konzentrieren will, ein Problem. Das, was wir direkte Demokratie Schweiz nennen, das ist die Bremse oder die einzige Hoffnung gegenüber Leuten, welche die Macht an sich reißen wollen. Und das ist von unschätzbarem Wert. Und dieser unschätzbare Wert sind Sie, wenigstens diejenigen, die aus der Schweiz kommen und wenigstens abstimmen können. Das dürfen Sie nie aus der Hand geben. Der Mann in Estland. Der Mann in Estland mit seinen Zigaretten. Er hat gesagt, ihr seid der Gegner der totalitären Mächte. Ihr seid die Demokratie. Lasst euch nicht die Dinge diktieren, weil das sind die Diktaturen. Wer lässt was von wem diktieren? Zumindest bei den Flüchtlingszahlen ist Europa soeben daran, uns zu diktieren. Wenn sie uns diktieren, ihr müsst die Grenzen offen halten, das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht gerecht. Es ist auch gegen jegliche Selbst-EU-Regeln verstoßen. Die setzen ja ihre eigenen EU-Regeln außer Kraft. Das ist zutiefst nicht in Ordnung. Und die direkte Demokratie ist das Bollwerk. Ich schließe mit folgenden Überlegungen. Ich kenne Sie alle nicht. Ich bin beeindruckt, wie zahlreich Sie hier erschienen sind. Und Ihre politische Meinung geht mich nichts an. Ich, Sie müssen auch einem Luzi-Stamm gegenüber, misstrauisch bleiben, je mehr jemand Macht hat. Obama, Merkel, Putin, wer auch immer, die Chinesen, wer ist die Zukunft? Bleiben Sie misstrauisch. Sind Sie misstrauisch auch den schweizerischen Politikern gegenüber? Ihre politische Auffassung, da können Sie denken und machen, was Sie wollen. Wenn ich die politische Tagesproblematik anschaue, wenn ich an Fragen denke, Sterbehilfe, wenn Sie gesehen hätten, wie Leute, die mir nahe stehen, gestorben sind, würden Sie vielleicht sagen, vielleicht doch Sterbehilfe. Sie können zu diesem Thema denken und machen, was Sie wollen. Sie können, wenn Sie einen Gotthardtunnel haben, ja oder nein, selbstverständlich denken, was Sie wollen. Sie können, wenn es irgendwie darum geht, wie überbaut man die Hügel und die Höhen im Wallis, im Bündnerland, was machen wir mit der Schweizer Landwirtschaft, selbstverständlich können Sie verschiedene Meinungen haben. Aber meine lieben Anwesenden, tun Sie bitte etwas nicht. Geben Sie dieses wertvolle System der schweizerischen direkten Demokratie niemals aus den Händen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Dürzi Stamm, merci, für diese hervorragende Rede. Echtes Schweizer Holz. Ganz herzlichen Dank, ich bin ganz gerne gekommen. Vielen Dank. Danke, ja. Vielen herzlichen Dank. Und euch auch. Ja, wir sagen immer, wir sind das Gallien im Römischen Reich. Wenn man Asterix und Obelix kennt, weiß man, was damit gemeint ist. Wir leisten Widerstand. Wir sind aus dem Widerstand geworden. Wir heißen die Eidgenossen. Den Eid haben wir zwischen dem Himmel und uns geschlossen. Und das, diese Tradition pflegen wir hier. Wir halten an diesem Eid fest und darum haben wir Glauben, dass göttliche Kraft auf uns ist und das auch bewahren wird, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Sehr, sehr beeindruckend. Nochmal, also man könnte es nicht besser darstellen. Die Logik schlägt hier einfach durch.